So, hallo, wir sind jetzt hier auf der wir sind jetzt hier auf der Essen Motor Show. Das ist mein erstes YouTube-Video. Ich zeige erstmal, mit wem ich hier bin. Einmal mit Imperator 973. Genau, mit Baschkanem. Auf PSN. Und hinter der Kamera ist der mit Steuerkette chillt. Das ist Jay. Jaylan Kassab, genau. Auf TikTok. Ja, was ich mir hoffe auf jeden Fall, dass wir coole Autos sehen und vielleicht ein paar Leute treffen. So, mit denen Opel sind wir hergekommen. Ja, das sind Winterreifen. Wie war die Anfahrt hierher? Was Anfahrt sagst du dazu? War sehr Wie lange haben wir einen Parkplatz gesucht? Das ist das. Also Parkplatzsuche war jetzt ein bisschen stressig. Wir haben jetzt eine halbe Stunde oder so gesucht. Ja, ungefähr. Weil einige Mitarbeiter kannst du mal dahin filmen. Die meinten denn die ganze Zeit, einmal Parkplatz Nummer 10, Parkplatz Nummer 10. Das haben wir dann halt nicht gefunden. Guck, wir sagen... Nein, zu den Mitarbeitern. Seid ihr schon vegan? Nein. Wieso nicht? Weil ich zwei Metzgereien habe. So, jetzt habe ich mal kurz die Kamera in der Hand, damit ich den Amateuren zeigen kann, wie das geht. Die Frage ist, gibt es hier schon auf den Parkplätzen schöne Autos? Also bis jetzt habe ich nichts gesehen, außer so hier A-Klasse. Und mein Opel Insignia nicht zu vergessen. Wir sind aus Neumünster hierher gefahren. Wo ist mein Mikrofon? Welches Mikrofon? Hier, Bruder. Hast du es mit? Ja, Bruder. Aber die Frage ist, hat das auch noch Akku, Digga? Ja, ich hab's aufgeladen über. Walla? Walla, Billa. Okay, du bist ein Macher, Digga. Wie ist das? Punkte sammeln. Bringt das was, sei mal ehrlich? Ich hab's zum ersten Mal gestern gemacht. I30M. Wir sind jetzt im Bus. Wir fahren jetzt nochmal, wie viel PS, wie viel hat der Bus? Ich glaube, der muss 480 haben. Findest du das nicht krass, wie er lügen kann, ohne rot zu werden? Wieso? Er hat keine Ahnung davon und sagt das. Er weiß das doch. Hä, ich habe LKW gelernt. Ich habe 480 gesagt. Da steht 300. Ja, ja. Doppelt. Bis zu 400 PS, Doppelstoppel. Nein, das ist ein Doppelgruß. Bis zu. Das ist ein Doppelgruß. So, wir sind jetzt da. Wir müssen erstmal ein bisschen zurechtkommen. Hallo. Was willst du auch? YouTube-Video. Wollen Sie auch drauf? Nein, nein, danke. Wir haben 8 Milliarden Follower. Emre. Das ist ein Auto für dich, 31er. Ja, Leute, ich glaube, wir haben schon direkt das 10 von 10 Auto gefunden. Mit einem sehr schönen Body. Ist das ein Porsche? Das sieht man auch an dem Logo, was da vorne ist. Das ist von Porsche. Scheiße. Wir sind jetzt vor Sydneys Stand. Gucken uns den mal ein bisschen an. Checken auf jeden Fall auch mal seine Klamotten ab. Man kann echt sagen, was man will. Aber die Farbe ist brutal. Das sieht man gar nicht auf der Kamera, ne? Ja, voilà, sieht echt, man sieht gar das nicht. So viel anders aus. Das sieht aus wie so ein richtig grelles Pink. Merkt aber aus, guck mal fest, ne? Gar nicht so schlecht. Was kosten die T-Shirts? Die mit dem Affen hinten drauf 15, die 30. 30? Was kosten die eigentlich im Shop, wenn man ganz normal sieht? Ganz gleich. Gleich? Ja. Macht ihr auch nicht wie den letzten Tag, keine Ahnung. Schade. Habt ihr das in L? Ja. Dann nehme ich das in. Was kostet ein Poster? Ich muss natürlich den Sydney auch supporten, auch wenn lange Zeit zwischen JP und Sid so ein bisschen dicke Luft war. Aber man hat ja gesehen, die haben mal ja wieder ein Video zusammen gedreht. Die haben sich wieder über das Auto angemessen. Hier. Die haben über das Auto auf jeden Fall. Digga, das schockt mich gar nicht. Doch, Junge, so Offroad? Ich find's krass. Aber stell dir vor, die Reifen auf einem W211, würdest du das denn? Boah, ja, Mann. Okay. Ja? W211? Aber mit Handschalter. Mit Handschalter. Mit Handschalter. Aber auch E220. Genau, 220 Diesel, 170 PS. Handschalter, dann hast du auch Feeling. Dann ist das auch besser. Ja, dann ist besser. Das war Halle 3, ich war jetzt mal mies beeindruckt. So, geht so, war jetzt okay, Halle 3. Hab gehört, Zalo ist ein Halle 7, da gehen wir auf jeden Fall hin. Und JP ist, weiß ehrlich gesagt, aber werden wir auch auf jeden Fall anchecken. Das ist Yahoo-Zeichen. Yahoo-Zeichen. Guck es dir so an. Siehst du das Männchen hier? Oh mein Gott, Digga. Und das ist ein Buch. Und das ist sein Tisch. Kennst du Kianusch? Nein. Jetzt gerade sind wir in dieser Galerie hier. Das ist so das Zwischending von Halle 2 und 4 und 5 und so weiter. Hey, ja, es war ja eine Wette, ne? Wer von euch bei Kart gewinnt? Emre hat der gewonnen, maßlos. Ja. Was muss er jetzt machen? Der muss auf jeden Fall, am Anfang hat er so groß geredet, ja, ich bin der Beste, dies, das. Wie viel da warst du? 12. Achter. Achter war ich und ich war Erster. Wie viele fehlen von 8 auf 1? Wie viele Plätze sind das? So viele Liegestütze musst du einfach noch machen, das reicht mir. Und Ubate will jetzt unbedingt zu Hagen. Er ist Hagens größter Fan. Bruder, ja, einfach Essen auf deinen Nacken reicht schon, ja? Bruder. Okay. Er ist der JP. Super. Nein, Junge, das ist seiner. Das ist, by the way, der Hagens CL, den er verlosen will, ne?
Was würdest du machen, wenn du den gewinnst? Anmelden oder verkaufen? Verkaufen, ja. So, ich denke. So, Leute, wir stehen jetzt vor einem Auto und rate mal, was das ist. Genau, richtig, ein Passat 3GB. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch ein 1.9er Diesel ist. Weil ich habe ja dieses Auto. Die einzige Scheiße bei dem Auto ist, film mal rein. Es ist eine Automatik. Das und kein handgerissenes Auto. Aber ansonsten sehr schick, gefällt mir. Daumen nach oben. Lass dein Abo da. Wie bitte? Lass dein Abo da. Auf gar keinen Fall. Gebt einen Daumen nach unten und deabonniert den Kanal. Jetzt sind wir gleich bei JP Stamm. Die auf jeden Fall weiß ist. Die ist die größte Menschenmenge auf jeden Fall. Ja, die viel einfach so los ist, ne? Aber ich muss sagen, der Stand, Maschallah, der sieht echt sehr gut aus. Give it to me like. Einer der geilsten Autos, die er auch in letzter Zeit gebaut hat, ist der Super Golf, der da hinten ist. Hast du die Videos von dem gesehen? Nee, den Umbau? Nein. Nee? Was meinst du, wie viel Leistung der hat? 1200? Nein. 1200, meine ich. Ungefähr. Ich frage mich jetzt, soll ich mich anstellen wegen Klamotten? Nee, ich würde gerne was kaufen. Aber bei der Reihe? Was ist denn die Reihe? Ich glaube, hier, ne? Das ist der Stand, by the way, von Howdy. Bist du traurig, dass du nichts kaufen konntest bei JP? Ja, alles gut. Vielleicht kaufen wir auch bei Frankie was, mal gucken. Aber ich will euch erstmal seinen Golf 4 zeigen. Er hat für dich einer der geilsten Golf 4 in letzter Zeit gebaut. Vor allem diese Folierung, Digga. Ich glaube, die Kamera das filmen kann, aber guck dir einfach mal diese Folierung an. Ja, das sieht so aus wie Comic, aber irgendwie auch nicht, oder? Ja. Turbo-Fans finde ich nice. Das sind seine schicken T-Shirts. Oh, das ist echt guter Stoff. Ja, Leute, das ist auf jeden Fall der Start von Salo. Also, was heißt Stand? Er hat auf jeden Fall hier sein M5 mit seinem Kompressor. 640 PS. Und ich finde, der ist richtig geil. Ich suche ihn noch die ganze Zeit. Ich will einen TikTok mit ihm machen. Er ist gerade nicht an seinem Stand dran. Leute, noch eine Sache. Manchmal ist weniger mehr. Ein Auto nur mit BBS-Felgen kann schon krass aussehen. Hier ist der Beweis dafür. Schaut euch mal an. Das Ding ist, ich muss auch unnormal heftig scheißen, aber ich kann das doch so zügeln, weißt du? Ich habe nicht unter Kontrolle. Aber bei dem Herrn aber weiß man nicht. Hey, lass hier einfach auf Toilette wandern. Ich halte das auch nicht hier hoch. Leute, wir sehen hier gerade so einen Monster-Truck mit zwei Motoren. Das Ding ist, Ember hat gesagt, dass der bestimmt 11.000 PS hat. Guck mal, wie viel PS hat. Ich habe 3.000 gesagt. Ah, pro Motor. Pro Motor? Pro Motor. Ja, 5, aber trotzdem. Ja, 5.000 PS. Kannst du jetzt auf 11 machen. Guck, ich habe dir gesagt, 6.000 hat er bestimmt. Ja, aber frag mich auch gefreut, dass du bei mir im Live warst. Ja, klar. Ja, du machst einen sympathischen Eindruck. Wie geht's dir? Hi, grüß dich. Grüß dich. Also erstmal ein T-Shirt will ich von dir haben. Hast du T-Shirt? T-Shirt hab ich leider nicht. Nee? Nur die. Ja, die hast du schon bestellt. Ist, ne? Ich habe nur die dabei. T-Shirt habe ich leider gerade keines mehr. Bulli? Bitte? Bulli? Bullis habe ich da. Dann würde ich nochmal den mit weißen auf jeden Fall. Mit weißer Schrift? Welche Größe hast du? Ich habe 11. Warum machst du überhaupt keinen TikTok so richtig aktiv? Du könntest ja eigentlich auch bei deinem YouTube so ein bisschen was rausstellen, dass du zum Beispiel interessant ich, ja. Oder lustig ist. Mach ich. Und dann reinmachst. Das mache ich. Aber du musst öfter machen, damit du einen Algorithmus reinkommst. Versuch Nummer 2 bei JP was zu kaufen. Jetzt sieht das aber auch schon wieder ein bisschen leerer aus. Hey, habt ihr noch diesen roten Zipper? Nee. Nee, sorry, den schwarzen Zipper mit dem roten F1 auf. Was habt ihr denn in L? Was ist hinten bei dir? Dann nehme ich den. JP ist nicht da? Nee, leider nicht. Warum? Es hat geklappt. Das Ding ist, ich habe, wie viele T-Shirts habe ich schon von dem? Ich habe bestimmt schon 8 T-Shirts oder so. Dann habe ich 2 Hoodies von ihm.
Duftbaum, Kennzeichen halt alle. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Zecken. Zecken. Abmoderation. Ja, lass abholen. Alter, das können wir draußen machen. So, Freunde, wir sind jetzt schon auf dem Rückweg. AEMS war geil, das war jetzt mein erstes Mal. Am meisten hat mich fasziniert und haben mich tatsächlich welche sogar angesprochen haben. Also, ich habe mich da ja mit jemand aus meiner Community getroffen. Er ist da mit seiner Gruppe gewesen. Haben mich auch echt herzlich aufgenommen, haben nette Gespräche geführt. Danke erstmal dafür, schöne Grüße an Chris und seine Truppe. Wie hat es dir denn gefallen, Emre? Ich muss sagen, mir hat es auch echt sehr, sehr gut gefallen. Da waren echt geile Autos, viel los. Los, das Parken war echt das Beste da. Aber ansonsten optimal. Also die Fahrt bis dahin hat sich auf jeden Fall gelohnt. Der Tag mit dir hat mich sehr gefreut. Ja. Ich wünsche dir einen angenehmen Abend. Ja. Hast du noch was zu sagen? Ja, du darfst die Fresse halten und gehen. Okay, tschüss. Hast du alles dabei? Ja. Hast du deine Sachen, die du gekauft hast, auch dabei? Ja. Die Leute, die du supportet hast? Genau, habe ich da. Ja, jetzt erwarte ich von den Leuten, wo du das gekauft hast, ein Abo. Ja, hoffentlich, ne? Ja, hoffentlich, ne? Ja, Sydney Hoffmann und wer war da noch? Ja. Zalo und JP, ne? Ja, Brudi, ne? Ja. In diesem Sinne, noch einen schönen Sonntagabend. Machen wir hier so einen Lounge-Control. Nee. Machst du den entspannten? Ich meine den entspannten, das passt auch so. Ah, okay, okay. Du musst ja Vorbild sein. Ja, genau. Ich wünsche dir was, ne? Jojo, ciao, ciao.